Jetzt bin ich auf Long Island in New York, an der Long Island University. Okay, was machst du hier? Ich bin hier für ein Fußballstipendium. Das heißt Uni und Fußball. Sehr gut. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier. Voraussichtlich nochmal anderthalb Jahre. Bin jetzt im Mai fertig mit meinem Bachelor und werde dann in einem Jahr meinen Master machen. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Ja? Warum? Was gefällt dir? Was gefällt dir? Klar, in Deutschland spielst du Fußball in einem Verein und musst an die Uni fahren. Beides getrennt. Hier ist halt alles auf einem Campus. Fußball, Uni. Ist halt bequem, sag ich mal. Und dann, klar, die Voraussetzungen. Sehr professionell. Also, ja, kann mich nicht beschweren. Du hast in Deutschland auch studiert gehabt. Ja. Wie war die Umstellung? Ich würde sagen, wie es unterrichtet wird, ist es komplett unterschiedlich. In Deutschland wird viel nach Büchern, es geht viel nach Büchern. Und hier hast du viel Professoren mit Erfahrung aus dem Beruf. Das heißt, unterrichtet wird schon mal anders. Klar, die Sprache natürlich. Ja, schon habe ich so die ersten Tage hier, mich zu unterhalten, war schon schwer. Aber das geht dann echt recht schnell. Eine Woche, zwei zum Reden, dann fühlst du dich schon recht wohl. Und dann ja nach so zwei, drei Monaten hast du echt gar kein Problem mehr, kannst du die komplexesten Unterhaltungen führen. Was hat sich vielleicht seitdem auch verändert bei dir? Wie hast du dich selber verändert? Klar, ich denke, man wird viel selbstständiger. Mama weiß es. Ich wohne alleine jetzt, weit weg von zu Hause. Da kann man nicht mal kurz anrufen und sagen, ja, ich brauche das oder das. Ja. Muss ich halt selber organisieren. Gutes Stichwort. Wir haben nämlich nicht nur den Sohnemann da, sondern auch die Mutter. Seid ihr froh, dass er von zu Hause weg ist oder eher nicht? Oder vermisst ihr ihn eher? Man vermisst ihn schon, klar. Aber schon froh. Schon froh. Es läuft jetzt auch in der Uni super. Ja. In Deutschland war es halt immer so Larifari und jetzt gefällt es ihm. Also jetzt macht er halt das, was ihm gefällt und was er wollte und ja. Deshalb sind wir zufrieden, dass er weg ist. Sehr gut. Also denkst du, es war der richtige Schritt für ihn auch? Ja. Ja. Okay. Schön, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt. Tschüss.